Levatohira, ich grüße dich ganz herzlich und heute willkommen zu dieser Korte Bibelbetrachtung. Von daher lese ich 2. Timotäus, der 4. Kapitel, der 1. 2 Verse. Da sage ich dort für Gott in Christus Jesus, der die Lebende in der Dode rechte wird, in der Ostchenik mit seinem Rechtschem zu herrschen, ermunigt die Ernstlich. Predigt dort wird, ob der Tid reich ist oder nicht, vermohn und dreif. Aber blieb du bei geduldig. Sprich ein Motto, dass du durch wird lehren. Das ist ein sehr tiefe und wichtige Ermahnung, was der Apostel hier so an seinen Mitarbeiter Timotheus gibt. Das Wort zu predigen. Unsere Welt wird sozusagen bombardiert, beschoten mit Botschaften von aller Richtungen. Alle beide wird an, was man aus wird an beide dort, das soll eine Haupt sein, beide Hoffnung an, Gesundheit, Gott gönnen, Vergnügen und viele, viele Sachen mehr. Also unsere Welt ist voll von Botschaften. Aber da ist keine Botschaft, die so wichtig und so neidig zu predigen es und zu bringen es aus dem Wort Gottes. Dort ist Gott seine Methode, dort hat Gott sich ausgelöst, durch das Wort Menschen zu verändern und durch das Wort Menschen zu raten. In als Wortverkündiger sind wir berufen, das Wort zu predigen. Warum? Warum ist das so wichtig und so nötig? Weil für Gott in Jesus Christus, dort meint, ihre Uhr sind ab uns gerecht. Und checken, aus wie diese Abgabe ausfällt. Dort wird zu predigen. Und predigen ist nicht dort durch seine eigene Idee zu predigen. Nicht Philosophie oder Politik oder irgendwas in dem Sinn zu predigen, sondern das Wort Gottes. Einfach, so als dort steht. Und das kann er, soll er tun, weil Jesus Christus kommt, wahrer. Der wird aus Tschernig wahrer kommen. Und mit seinem Reich am zu herrschen. In der Jahren, die diese Abgabe gut erfüllt haben, die das Wort gepredigt haben, die waren reizend. Im Blick auf Jesus sein Wahrer kommen, soll wir das Wort predigen. Dort gibt uns ein Gefühl von, dass die Zeit drängt. Jesus kommt zurück in die Hand, unsere Arbeit auszurichten. Dort Wort zu predigen. Ob das eine gute Zeit ist oder nicht eine gute Zeit, wie soll er das Wort predigen? Vermohnen und treiben, das sind ein paar Wörter, die hier gebraucht worden. Das Vermohnen meint, immer waren durch die Handwiese, immer waren Mut machen. Und das gibt auch Zeiten, wo das nicht Früchte hat oder nicht genug ist. In den Wortverkündigen vielleicht mal wirklich hart worden, treiben. Es ist ein sehr scharfes Wort. Aber du bist geduldig geblieben, sagt der Teigs. Mut zu sprechen. In ewa allem soll die Predigt werden, dass sie dadurch wird lehren. So, liebe Tohira, wie immer du bist, lass dich von dem Wort Gottes anreden. Mach einfach eine Entscheidung, mach dein Wort ob, dass du was die von der Wut Gottes Leute beeinflussen. Dort gibt sehr viel Beker von den Tag und viele sind doch helfrig. Aber du hast auch viel menschliches Bein. Und da werden immer wahre diese Mutmachung, dort wir nur das Wut können, dort wir unsere Bibel lesen, dort wir eine gute Übersetzung haben, dort wir einfach das reine Wut Gottes in uns abnehmen, weil dort die Kraft hat, uns zu verändern.
und möchte wir das Wort Gottes in uns Leben wichtig schätzen. Die Bibel sagt klar, dass wir uns ändern sollen, indem wir uns denken ernähren. Und dass wir bloß dadurch, dass wir das Wort Gottes lesen und studieren. So, ich würde dir Mut wünschen, dein Wort weit aufzumachen für das Wort Gottes. Lies dort, hörst dort und check auch dir nur, dass es gut gepredigt wird. Check dir nur, dass es rein gepredigt wird. Dass es eine gute Theologie hat. Dass es ab Christus gerecht ist. Weil er wird zurückkommen am Terechte der Deutsche und der Lebende. Dass ihr eine Auferstehung, dass ihr eine Auferstehung von all den Gläubigen und auch den Angläubigen, wenn Jesus zurückkommt. Und dann wird der Unterschied sein, der Jans, der ab sein Wut gehört hat und sich von dort Wut an Leute beeinflussen und verändern. Mach Gott die Sehne. Vor dem Himmel, wir danken dir, dass du uns den Wut gegeben hast, dass wir dort bald von dir haben, dass wir dort noch immer haben und du dort bewahrt hast durch die Jahrtausende, so dass wir dort von dir noch gerne haben und weiter, was dein Wille ist. Du hast dort eingegift, so dass wir durch das Zeugnis von der Bibel selbst vernehmen, dass du dort eingegift hast, die Menschen dort abgeschrieben haben, um dein Wille zu offenbaren. Wir danken dir dafür und beten, dass das Wort auch wird bei uns viel Raum finden. Dass wir ein guter Ackerfleck sein, ein guter Erd sein, wo das Wort kann, gepredigte Wort kann abfallen, abgehen und Frucht bringen. In Jesus' Namen. Amen.